Fun, hier ist euer Aburam, zurück in Watch Dogs Legion und wir gehen eine neue Hauptmission an, und zwar im Bauch der Bestie. Wir sollen zu Beginn bei Tidus nach dem Projekt Themis suchen und das machen wir auch. Wir haben unsere erste Mikrodrohne erfolgreich getestet und sie ist einfach total süß. Ich werde sie Sebastian nennen. Brechen wir bei Tidus ein. Und schnappen uns Nigel Kerrs neuestes Spielzeug. Projekt Themis. Dudley, weißt du vielleicht, wo der Name herkommt? Griechische Mythologie. Themis war die Göttin der Gerechtigkeit. Du weißt schon, die mit dem Schwert. Na das passt ja zu Nigel Kerrs. Siehst du, Schule ist noch für was anderes gut, als soziales Fehlverhalten zu fördern. Finde die Pläne des Gebäudes und ich kriege den Standort von dem Projekt Themis heraus.
Schau dich nach allem um, was Themis heißt. Ich bin dran. Jemand in der Nähe steuert diesen Spider-Bot. Findet ihn. Er ist entkommen. Überprüft die lokalen Kameras. Vielleicht ist er im CTOS. Also wenn ich ein streng geheimes, unmoralisches Projekt wie Themis verbergen wollte, würde ich es im tiefsten Keller wegschließen. Du wirst dich aber durch ziemlich scharfe Security hacken müssen. Der Aufzug, der zum gesicherten Themis-Bereich führt, ist gesperrt. Du musst zuerst auf das Umleitungsterminal zugreifen. Dafür brauchst du einen Spider-Bot. Und jetzt müssen wir irgendwie in den Tresorraum reinkommen. So, und jetzt sollen wir noch zu allem Übel die Mikrodrohnen einsetzen. Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, das werde ich euch jetzt erklären. Du musst Sebastian und den Rest der Mikrodrohnen einsetzen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Aber zuerst musst du das Lasernetzwerk passieren. Ich empfehle einen Spider-Bot und starke Nerven. So, und zwar das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ihr seid jetzt hier in diesem kleinen Raum und ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen Spider-Bot einzusetzen. Entweder ihr nehmt euren eigenen, mit dem ihr diesen Charakter hier reingekommen seid, oder hier ist eine Spider-Bot-Box.
Mit diesem Spider-Bot geht ihr dann sozusagen jetzt hier auf der linken Seite durch die Tunnel durch und geht dann sozusagen in den Raum, also den ihr auch vor abgeschlossen vor euch gesehen habt. Und da habe ich lange Zeit für gebraucht, aber da ist auf der rechten Seite, ich will das versuchen für euch nochmal zu markieren, ein Schalter, der aktiviert im Prinzip dieses Sicherheitssystem und öffnet die Tür für den Bot. So, wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr im Prinzip, ohne dass die Laserstrahlen euch treffen, also erkennen, einmal durch diesen Raum wieder zurück bis zu mir und auf der linken Seite ist eine kleine Öffnung, wo ihr mit dem Spider-Bot durchgehen könnt und dann sozusagen hier diese Drohnen dann steuern könnt. Im Prinzip ist alles sehr dicht beieinander und sehr verwirrend. Für mich war einfach am Anfang sehr schwer zu erkennen, dass man im Prinzip erstmal die Sicherheitssysteme erstmal wieder aktivieren muss. Beziehungsweise dann, damit man in diesen Sicherheitsraum, der direkt neben dem, rechts neben uns in dem Raum drinne ist, reinkommt mit dem Spider-Bot und da dann alles weitere veranlässt. Ja, und dann braucht ihr jetzt hier nur noch die Mikrodrohnen injizieren und dann geht ihr im Prinzip im letzten Teil dieses Spiels jetzt los, also zumindest im letzten Teil dieser Mission. Alle nicht autorisierten Personen müssen das Gelände verlassen. Sicherheitslockdown eingeleitet. Okay, Sebastian, dafür haben du und deine Freunde trainiert. Zeit, das Sicherheitssystem zu durchbrechen. Für Daddy. Okay. Naja, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ich denke mal, aber ihr seht das auch. Hier gibt es natürlich ein paar Schwierigkeitsgrade. Nicht wie vor, dass man einfach nur durchfliegen muss und dann nirgendwo ankommt. Hier gibt es jetzt Windkanäle, die einen versuchen sozusagen in Bereiche reinzubringen, wo man überhitzen kann. Es gibt auch Bereiche, die zeitweise kurz stark aufgeheizt werden und da dürft ihr nicht so lange drinne bleiben. Und im Grunde nach müsst ihr einfach gucken, wie ihr hier an allen Gittern, an allen Heizräumen und ähnlichem mit dran vorbeikommt. Also mehr Geschicklichkeit.
keine Zeit für Tränen. Das ist Sebastian, ein anderer unserer zahllosen Mikrodrohnenfreunde. Sie heißen natürlich alle Sebastian. Perfektion lässt sich nicht verbessern. Sind die Kerne. Zerstöre sie, Sebastian, und sei bloß vorsichtig dabei. Sehr stolz gemacht, Sebastian. Oh gut, du solltest jetzt den Themis-Projektraum betreten können. Dann ruinieren wir Nigel mal den Tag. Hier bekommt ihr noch eine kleine Botschaft. Und wenn ihr diese gesehen habt, dann ja, seid ihr auch schon so gut wie durch.
London. Einst ein Leuchtfeuer des Anstands, jetzt ein Sumpf der Gesetzlosigkeit. Die Menschheit kann sich eindeutig nicht mehr selbst bewachen. Aber zum Glück müssen wir das auch nicht. Willkommen bei Projekt Themis. Albion, es ist gelungen, mit LifeScore, einem Aggregator biometrischer und persönlicher Daten, ein bestehendes System auf unseren neuen, autonomen Drohnen anzuwenden. Diese Drohnen können Bedrohungen identifizieren, isolieren und terminieren, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sie sehen alles. Sie töten ein Ziel in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen tun das, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln, unverzüglich und entschlossen. Scheiße, ich wusste es. Der LifeScore-Algorithmus. Mein Algorithmus. Ich hätte ihn löschen sollen, bevor ich gegangen bin. Was soll das heißen, Hamish? Du weißt, wie Themis funktioniert? Nein, also... Ja, das war vor Jahren. Wir haben einen LifeScore-Algorithmus entwickelt. Das war für ein Peacemaking-System, wie Cass es nannte. Es sollte gefährdete Zivilisten identifizieren. Keine Ziele. Scheiße. Also könnte Themis theoretisch so programmiert werden, dass es auf Grundlage beliebiger Parameter Leute ins Visier nimmt? Ganz genau. So denkt Cass. Ein Genie, aber ein krankes Genie. Wir müssen das beenden. Und ich weiß auch wie. Wir löschen die LifeScore-Daten und Themis ist erledigt. Och, Kacke. Gut. Ist erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Jetzt müsst ihr nur noch raus aus dem Gebiet und diese Mission ist beendet. Könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Nein, nein. Genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und DedSec wird nicht dazwischen funken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen? Und der verdammte Hamish Bolaji? Ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower. Und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen. Hat mir irgendjemand irgendwas zu sagen? Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich. Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein LifeScore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Das war Teamarbeit. Das Lob geht an uns alle. Aber wir haben noch einiges zu tun, wenn Cass ganz verschwinden soll. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist. Aber ich behalte sie und Cass im Auge. Und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern
entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewindler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das wichtig, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Hoffentlich. Das war's dann auch schon wieder. Ich plane aber mal wieder 3 Videos für diese Woche. Von daher sage ich erstmal Ciao, ciao und viel Spaß im nächsten Video.